Hallo, servus zu meinem nächsten Video. Heute geht es darum, Stoffwechsel. Wie aktiviere ich einen Stoffwechsel? Welche Tricks gibt es dafür? Und wie schaffe ich das Ganze ohne irgendwelche Supplemente, meinen Stoffwechsel besser in Gang zu bekommen? Seid aufs Video gespannt. Viel Spaß beim Schauen. So, heute geht es um das Thema Stoffwechsel. Wie bringe ich meinen Stoffwechsel im Körper in Gange? Sicher ein interessantes Thema. Was ist ein Stoffwechsel überhaupt? Also Stoffwechsel, auch Metabolismus genannt, sind alle Grundlagen und wichtigste Vorgänge im menschlichen Körper. Man stellt sich immer nur die Fettverbrennung unter Stoffwechsel vor. Es gibt ja verschiedene Stoffwechsel. Es gibt den Kohlenhydratstoffwechsel, es gibt den Eiweißstoffwechsel, es gibt den Fettstoffwechsel und den Mineralstoffwechsel. Also diese alle sind Bestandteile vom menschlichen Körper oder werden im menschlichen Körper benötigt. Und Stoffwechsel heißt, wie werden die im Körper verstoffwechselt? Das heißt, also abgebaut, also zum Beispiel Fettverbrennung, eingelagertes Fett wird Stoffwechselprodukte abgebaut, aber auch aufgebaut, zum Beispiel Muskelaufbau. Das alles fällt natürlich unter das Thema Stoffwechsel und deswegen ist so sehr interessant. Also, aber da gehören natürlich auch nicht nur Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Mineralstoffe und Vitamine dazu, sondern natürlich auch ganz wichtig, es ist ganz ein komplexes Thema, ist natürlich der Hormonstatus gehört dazu. Viele Enzyme wirken beim richtig gut funktionierenden Stoffwechsel mit, das Nervensystem und natürlich auch viele Umweltfaktoren. Wenn man viel Stress hat, dann läuft es natürlich das Ganze nicht so, wie es laufen soll. Es gibt dann noch verschiedene Stoffwechselarten, einmal den Anabolismus, das heißt Stoffe aufbauen, das können wir jetzt vom Bodybuilding, das ist das, was wir wollen, aber man baut natürlich nicht nur Muskeln auf, sondern auch die Hautzellen müssen erneuert werden, die Haare werden erneuert, das gehört alles zum anabolen Stoffwechsel, also aufbauenden Stoffwechsel. Und das sind lauter Dinge, die wo man beachten muss. Und da gibt es jetzt mal, ich gebe jetzt 5 Tipps, wie man seinen Stoffwechsel optimal zum Laufen bringt. Es gibt Lebensmittel, also fangen wir mal mit Tipp 1 an. Nimm bestimmte Lebensmittel, wo deinen Stoffwechsel in Schwung bringen. Also für bessere Stoffwechselrate gehören zum Beispiel Zitronen, Spinat, Zimtkämmer, Mandeln, Brokkoli, so grünes Gemüse. Ganz wichtig, auch eiweißhaltige Nährstoffe, zum Beispiel Fleisch, Fisch, Quark. Der Körper benötigt schon mehr Energie, dadurch erhöht sich schon der Stoffwechsel, wenn er Eiweißprodukte verdauen muss. Also wenn jemand abnehmen möchte, möchte seinen Grundumsatz anheben bzw. den Leistungsumsatz, allein schon durch eiweißreiche Ernährung läuft der Stoffwechsel besser oder auf einem höheren Niveau. Also ihr ernährt euch eiweißreich, habt ihr gleichzeitig, muss der Körper mehr arbeiten, hat mehr zu tun und somit könnt ihr eure Stoffwechselrate erhöhen. Das nennt man Thermic Effect of Food, also das ist ganz bekannt und heißt, verbrennt schon während dem Essen praktisch Kalorien. Hört sich gut an, ist auch so. Das zweite Tipp, was auch die Stoffwechselrate teilweise bis 25% erhöht, ist scharf essen. Also, wenn ihr euer Fleisch, eure Nudeln mit Chili steigert, das steigert den Verbrennungseffekt im Körper enorm. Oder auch Ingwer, das regt den Stoffwechsel auch extrem an. Also nur diese Gewürze, wenn ihr zum Beispiel in einer Diät häufig verwendet, werdet ihr bis zu 25% bessere Fettverbrennung haben. Das sind jetzt schon zwei
Sachen, wo man schon mit Lebensmitteln nur anhand dieser Lebensmittel oder einer kleinen Umstellung den Fettverbrennungsprozess bzw. die höhere Stoffwechselrate und die bessere Stoffwechselfunktion gewährleisten kann. Was auch immer ganz wichtig ist für eine Fettverbrennung bzw. dass der Stoffwechsel optimal funktioniert, ist genug trinken. Ich sage jetzt nicht bewusst viel trinken, weil meistens ist so, dass Bodybuilder oder Fitnessleute schon teilweise schon wieder zu viel trinken. Also zu viel trinken heißt für mich, wenn ich, also oder mit zu viel trinken kann man sagen, man demineralisiert. Das heißt, man schwemmt die ganzen Nährstoffe wie Mineralien, Vitamine, alle diese Stoffe schwemmt man aus dem Körper aus und hat somit dann schon eine Mangelerscheinung. Also meine Richtlinie ist, pro 20 Kilogramm Körpergewicht würde ich pro 20, 25 Kilo, ist natürlich auch immer ein bisschen individuell, 1 Liter Flüssigkeit zu mir nehmen. Und am besten Wasser, Tees, also ungesüßte Tees natürlich, solche Sachen oder kalorienarme oder Zero-Getränke so ein Stück weit auch, sind auch okay. Das würde ich zur Flüssigkeitszufuhr empfehlen. Und wenn man das einmal auf einem hohen Niveau hält oder an dem angegebenen Niveau, wie ich es eben genannt habe, dann läuft der Stoffwechsel auch schon ein Stück weit besser, beziehungsweise läuft er eigentlich optimal. Also das wäre jetzt Punkt 3. Nun kommen wir zu Punkt 4. Was ist natürlich immer gut und ich erwähne es immer wieder und man kann es aber auch gar nicht oft genug erwähnen, weil ich einfach merke, viele Leute schlafen einfach zu wenig. Der Schlaf ist ein großer Faktor, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie es soll. Ein gesunder Schlaf hilft dem Körper, sich zu erholen. Wenn man eine gesunde Nachtruhe hat, natürlich, wenn man länger schläft, verbrennt man weniger, aber den Tag drauf läuft die Aktivität bei der Fettverbrennung wieder wesentlich höher, als wenn man wenig Schlaf hat. Wenn man wenig Schlaf hat, stimmt die Insulinsensibilität nicht, der Blutzucker schwankt, man hat durch Schlafhunger, fördert Heißhungerattacken. Also es hat relativ viele Nebenwirkungen. Also schaut wirklich, dass ihr auf euren Schlaf achtet und dass ihr den Schlaf immer ausreichend vorhanden ist. Und dann, was ich jetzt wirklich so als Schlusspunkt abnehme, ist zum Beispiel Sport treiben. Also das, glaube ich, wird jedem einleuchten. Und am besten, also ich sehe immer die Leute abnehmen und Krafttraining, abnehmen und Cardiotraining. Beim Cardiotraining, muss ich euch recht geben, habt ihr vielleicht während dem Training eine höhere Fettverbrennung. Aber es ist nachgewiesen, dass ich beim Krafttraining, wie nennt man das, entweder Nachbrenneffekt, viele nennen es auch ein Pseudotraining, habe, dass nach dem Belastung der Körper auf höheren Stoffwechselrate läuft. Er braucht die ganze Energie, um den Körper, die Körperzellen, wo er durchs Training verletzt hat, zu reparieren. Und man hat dann einen gewissen Nachbrenneffekt. Und dadurch verbrennt man natürlich auch Kalorien. Und das nächste, was man sich auch vor Augen halten muss, 1 Kilo mehr Muskelmasse ist 1 Kilo mehr aktive Masse, wo den Grundumsatz auch anhebt. Allein wenn ihr schon etwas mehr Muskeln habt, ihr müsst gar nicht ausschauen wie der Hulk, aber ein bisschen mehr Muskelmasse, wenn ihr euch antrainiert, habt ihr einen erhöhten Grundumsatz und könnt deswegen schon mehr essen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und wie gesagt, beim Ausdauertraining ist es in der Regel so, dass man nur wenn man das Fettverbrennungstraining macht, während der Ausdauerbelastung Fett verbrennt, ist aber dann gleich wieder raus. Man könnte natürlich beim Ausdauertraining ein HIIT-Training machen, das heißt moderate Belastung mit hohen Belastungen im Mix. Das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit. Ja. Und das wären eigentlich schon so alle Punkte, was ich jetzt mal so als 5
Sachen, wo man den Stoffwechsel auf ganz einfache Art, ohne dass man mit Supplemente oder irgendein Tamtam eingreift, was man einfach ein bisschen mit der Ernährung, mit dem gesunden Menschenverstand ankoppeln will. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, abonniert natürlich den Kanal. Ihr könnt es auch gerne teilen und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas. Servus.